Okay. Ich habe auch nicht so viele Packs jetzt. Gab ja, okay. Mach ein paar Mini-Packs auf und dann gehen wir in den Icon-Pack direkt und dann bauen wir ein Team. Dann gehen wir rein. Okay, gehen wir rein. Squad Battles und ein bisschen ein paar crafted Packs, wie immer. Gehen wir rein. Okay. Vielleicht hier ein bisschen Coins. Ein bisschen Coinage. Walker. Oh, Trent. Ich nehme einen Trent. Tauschbaren Trent. Take that. Take that. Ja, ich nehme alles, was gut ist, Dieter. Das ist schon mal nicht schlecht. Schon ein bisschen Coins gemacht. Ein Walkout. Vielleicht ein. Zwei Shadows mit einem 85er. Wäre ich auch zufrieden. Deutschland. ZDM Kimmich. Oberdorf. Oberdorf mit Doppelwalkout. Aber nehme ich auch mit. 87er. Gut. Oh, no, take it. Take it. Take the free coins. Oh Mann, ich habe echt zwei Shadows bekommen. Perfekt, Digga. Hä? What the fuck? Digga, Walkout und zwei Shadows. Was kann man mehr sich wünschen? Komm, gib mir noch einen Walkout. Ja, nehme ich. Trent nehme ich. Ist okay. Trent nehme ich sogar. Ist okay. Noch ein Trent. Another Tranny Boy. Okay, Chat, was machen wir? PS4, vertrau mir in PS4. Also, ich auch eh kein Roulette. Wir könnten maximal Set Reveal machen, aber ich würde es einfach reingehen, weil Set Reveal sieht man eh direkt, ob das Scheiße gut ist. Ich würde dann einfach rein und dann sich fragen, PS4 oder PS5. Ich glaube, ich bleibe PS4. I trust in PS4. Ich vertraue der PS4 nochmal eine Runde. Wenn jetzt PS4 nicht gönnt, gehe ich nächstes Mal PS5 beim guten Pack. Okay, geh mal rein, Chat. Come on, ey. Ein Spielbaren, muss nichts Teures sein. Spielbar, ich bin zufrieden. Ich gehe jetzt ohne Wartung rein, aber ja, gucken wir mal. Komm, PS4. Do your work, man, PS4. Na, Speichel! No, man! Oh mein Gott. Oh, das war's mit PS4. Ich bin hier raus aus der Version. Ist das einer der schlechtesten? Ja, ne? Oh mein fucking Gott, man. Gib doch Schmeichel wenigstens, Mann. Lautrup. Oh mein Gott. Oh mein Gott, man. Look at this fuckface, ey. So, okay, geh mal rein, Chat. Gehen wir rein in die Bruchliga, Jungs. In die Bruchliga. 8-2 stehen wir. Ihr seht ja oben rechts, oben, ganz oben mit sich. Ganz gut eigentlich für mich, für meine Fans. 8-2. Haben wir, ich weiß gar nicht, weil wir letztes Mal 8-2 wieder gestartet sind. Ziel 14, würde ich sagen. 4 aus 10. 4-6 kann man locker schaffen, ne? Also, wenn wir 3-7 gehen, nehme ich auch die Rewards mit, aber das wäre schon vom Feeling her schon ein Bruch. 16, Back-to-Back 16 wird, glaube ich, schwierig, aber wir schauen mal. Das ist das Team. Wenig Veränderung, muss man sagen. Wir haben halt nicht so viel Coins, ne? Wir haben 1 Million Coins immer zum Ausgeben momentan, weil wir halt immer, ja, hier die Packs machen, da mal was machen, hier mal Coins verdienen mit Spielertesten. Ja, plus ich habe meine UV-Liste nochmal gut nachgerüstet. Das ist das Team, 2-3 Chemie. Hinten, wie immer, Van Dijk und Kalulu. Hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Ich spiele wie Außenverteidiger gerne ein Brecher, der gut verteilen kann und einer, der offensiv gut spielen kann. Da haben wir Lorente und Hernandez. Mittelfeld, Witzel, ja, für mich persönlich von meinen Untrade-Karten der beste Sechser. Gezwungenerweise, weil EA mir natürlich wieder keinen guten Gamble-Spieler geben wollte. Hero kommt nix. Obwohl, Hero haben wir Dings gezogen letzten A-Train. Aber Icons ziehen mir leider nichts. Ich hätte gerne Schmeichel gehabt, der hätte mir hier so ein bisschen Chemie haben können. Dann hätte ich hier jemand anderes einbauen können. Weil dadurch, dass wir halt keine andere Icon haben, müssen wir Ballack spielen. Ja, ist jetzt nicht mein Favorite auf der 8, weil er sehr unbeweglich ist, aber wir brauchen für die Chemie. Vorne Salah, A-Train ersetzt Son, ja. Ich weiß nicht, Son hat am Freitag nur die Finesse gemacht halt, ne. Finesse. Aber so restlichen Sachen war okay gewesen, aber so unbeweglich. Ich gebe heute A-Train mal die Chance. Dazu haben wir dann zwei neue hier vorne. Karamo. Soll gar nicht so schlecht sein, wie ich gehört habe. Soll overpowered sein, ich bin gespannt. Sieht nicht schlecht aus, die Karte, aber der Druck liegt heute bei William. Da haben wir heute unsere Coins reingelegt. Wir hätten sonst auch Kolo Muani holen können, der hätte vielleicht sogar besser ins Team gepasst, aber
William, die alte Legende, Jungs. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Wie alt ist der? Der ist schon ein bisschen älter am Start, diese alte FIFA-Legende. Ne? Früher hat man ihn auch oft gespielt, in den ganzen Starter-Teams. Premier League immer gewesen. Ja, 4-4. Sieht nice aus, die Karte. Noch keine besonderen Traits, aber ja, werden wir sehen. Dann würde ich sagen, let it go. Okay, erstes Spiel. Gucken wir mal. Und wieder meine Spitzermusik an. Schniedel United. Perfekt, Digga. Goldteam. Mit Junior und Depay, Pedro Neto, Modric im Mittelfeld, ist not bad. A-Train, dafür habe ich ihn noch drin, Alter. A-Train. Mozala auf A-Train. Den kannst du einfach nicht stoppen, den A-Train. Oh, der, na okay, ich will essen. Salah, stark. Die Linksfüße sind das heute hier, die rasieren. 25 Minuten geht noch mit Ballack. Oh mein Gott, er. Okay, Ederson hat sich gerade nochmal redeemed mit dem Safe hier gerade. Ramo Yasselmer, das klingt schon wie ein richtiger Schwitzer mit dem Namen, ey. Bruno, oh no. 5-4-1 schon. Der versteckt das nicht mal, Chat. Er versteckt das nicht mal, die 5-4-1. William! Du Vollidiot, Alter! Lange Ecke ist das drin. Du bist so scheiße, Alter. Wer hat mir den Idioten empfohlen, Alter? Mann, William, Mann. Digga, ich hol ihn gleich raus, Chat, Alter. Das ist so ein Elfmeterschießen ergaunert, Alter. Einfach so ein Elfmeterschießen, Alter, sich ergaunert, Alter. Mit einfach seinen Rumgebunker und ein Zero-Angriff-Scheiße. Einfach so ein Elfmeterschießen ergaunert, der Typ, ey. Kaputter Typ, ey. Ja, und dann hat er noch Glück, Digga. Hey, der ist rausgeflogen, Alter. Hey, ist der Ball nicht rausgeflogen? Hey, der Ball ist so rausgeflogen. Hey, der Ball ist so rausgeflogen, Alter. Hä, hey, wie kann der... Ich wollte gerade springen eigentlich. Ah. Rechts, links meinte ich. Fucking Artist, Alter. Pure Art einfach. Fucking Artist, du! 120 Minuten umsonst gebunkert, du Stück Scheiße, Alter! Manchester United ist der nächste Gegner, Manu. Ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass der Gegner ein bisschen frustriert ist, aber... Okay, dann... Oh mein... Wirklich? Mbappé? Der... Wo, hä? Wo hat er jetzt noch Vini her, Alter? Ronaldo ist es. Ronaldo ist es. Oh, Kalulu auf der Linie. Durch das Doppel-1 ist zu weit gelaufen. Jawohl. Wollen wir ein bisschen Glück haben. Ja, Glück gehabt, egal, scheiß drauf, ich nehm's mit, Alter, was ein Müllspiel. Guck mal, ich meine, das Chat, das ist so dumm, das Spiel. Guck mal, wie das Spiel aussieht, ey, seht ihr da überhaupt? Das ist kein Fußball mehr, Jungs. I so-so Team E, oder so-so Team. Fabinho hat der, Marquisio, Nunes und Rashford. Gut, der Rashford vorne, das ist schon mal sehr gut. Er quittet, glaube ich, oder? Ja.
FC Stars. Oh mein Gott. Warte mal. Ist das Leckerboy? Chat, ist das Leckerboy? Der wollte eine Silber-Challenge machen. Chat, ist das Leckerboy? Nein, oder? Guck mal gerade einer bei dem Stream. Ist das Leckerboy? Der wollte eine Silber-Challenge nämlich machen. Ah, der gönnt. Der gönnt. Was ein Ehrenmann, ist doch nicht Leckerboy. Ich dachte schon. Ey, der zweite, den ich getroffen habe, der geschenkt. Wow, krass. Wer ist das? Holländer? Feyenoord, Junge. FIFA Brothers. Okay. Oh nein, Dortmund. Ihr wisst, was ich über Dortmund in FIFA denke. Nein, Dortmund sind die ekligsten FIFA-Spieler. Okay, Team ist auch nicht schlecht. Ja, der kann spielen leider. Shit. Ja, denkt er, ich gehe jetzt raus oder was, du Hund? Na, Hunde so, ne? Wer geht jetzt raus? Ja, geh raus! Ich muss, glaube ich, defensiver stehen, Alter. Der kontert mich zweimal aus, ey. Ja. Okay, zurück. Jetzt sind wir zurück. Oh, Linientaktik, mein Freund. Ich zeig euch jetzt, was Conor McGregor gesagt hat, okay? Quitte erstmal, du Maggis. Damit ihr es mal merkt, Junge, merkt euch für die Zukunft, ihr Maggis. This man is gonna learn that if you disrespect a person's kindness and take it as a weakness, you must pay. Tomorrow night I'm gonna make this man pay with his life, and I mean it. You're dead in that octagon tomorrow night. Conor McGregor. Ja, wenn man meine Nettigkeit mit meiner Schwäche verwechselt, you must fucking pay. Ja, ja, FC. Guck mal, ob der Jaja drin hat. Hoffentlich nicht. Oh, Vidic. Kein Jaja. Aber, oh mein Gott. Holy shit, was ein Angriff, ey. Stark. Er quittet direkt. Krass. Los Angeles. Könnte auch anders sein. Schmeichel gemacht. Boah, Jota da vorne, okay, interessant. Boah, dieser fucking Llorente, ich hab euch gesagt, macht den, Jungs. Ich hab euch gesagt, macht den, Llorente. Nein, dieser Idioten, der ist so scheiße, dieser Karamaui, oder heißt. Maui! Oh mein Gott, was war das für eine Bewegung aus dem Nichts? Hä? Digga, bitte geh ins Aus. Ist das dein Ernst? No way. Dwarf Ederson, Junge. Ist gut, dass ich ihn drin gelassen habe, ein Tor, Junge. Du Vollidiotenspiel, Alter. Hey, Alter. Ich stehe, er läuft in mich rein, du gibst Elfmeter für so eine Scheiße. Bist du komplett bescheuert? Nee, dieser Willian kann nicht schießen. Ich weiß, ich habe rot getroffen, aber der bewegt sich auch so komisch. Digga, das ist so mit Zufall, Jungs. Ich war sogar dran gewesen, Alter. Gut gemacht, Digga. Ey, da zeigt er sich bis in dem Spiel, Alter, der gute Mann.
Gothea! Die Königin! Die ist so gut, Chat. Okay, drei Matchbälle für 16 jetzt. Gegen Bongino XXL. Maños. Perez. Stoikov, Benzema, Putea. Da können wir wieder aktiv hier drauf gehen, wie so ein Wahnsinniger. Aber es gibt auch natürlich auch Lücken dann für mich. So, was macht der Gegner da? Woo! Thank you for the free goal, my friend! Witze. Oh mein Gott, Witze. Nein, wie er so ein besseres Schießen hätte, der Idiot. Digga, wie schlecht war das verteidigt von mir, Mann. Das war so schlecht von mir. Oh mein Gott, warum mache ich das? Das war so unnötig gerade. Stadtwitze. Mann, er kriegt wieder den Ball. Mann, das war so unnötig, Digga, den Ball da zu verlieren, ey. Ey! Abseits oder was? Aber abseits, Alter, sag das doch, Mann. Hä, war das abseits? Ich hab doch eigentlich drauf geachtet, Chat. War das abseits? Das war so mein Fehler gewesen. Ich hätte die Ballrolle mit Theo nicht nach innen machen sollen. Mit dem Wissen, dass er so scheiß unbeweglich ist. Okay. Zwei Matchbälle noch für 16. Perfekt wäre, wenn wir jetzt direkt gewinnen würden. Gegen Fares 212. Alter. Casemiro. Okay. Messi. Okay, lange kein Messi mehr im Team gesehen. Und Stoikov. Macht der die Linie gegen mich, Alter? Junge, das ist ja wie scheiße. Ich muss auch sagen, ich habe voll schlecht verteidigt gerade da. Komm, schieß! Let's go, Mann! Ich krieg den Jungs, der ist so Müll. Digga, endlich habe ich die Lücke gefunden, Alter. Da, mein Freund. Was jetzt? Was willst du jetzt noch machen? Scheiß drauf, Chat. Gewonnen. Auch nicht schön, aber ich scheiß drauf. Oh, Junge, Artischoss, immer so Abschluss. Kassieren wir den Artischoss von Salah. Ja, wir nehmen es mit, Chat. War nicht schön, aber der Gegner hat uns keine andere Wahl gelassen, Chat. Ja, GG's. 16. Okay, Chat, gehen wir kurz noch in die Teambewertung rein. Ederson wollte ich eigentlich nach dem ersten Spiel rausholen, aber zum Glück haben wir es nicht gemacht. Absolute Maschine, muss ich sagen. 1-1 heute wirklich so viele Sachen für uns rausgekratzt, das war ja Wahnsinn. Also war ich schon froh, dass wir den doch drin gelassen haben. Jeder Tor hat wahrscheinlich seine guten Tage und seine schlechten Tage und heute war von Ederson einer der guten Tage. Also momentan auch für mich meine Lieblingsinnenverteidigung. Kalulu, Rote der Knockout und Van Dijk. Ich muss sagen, die beiden passen irgendwie geil zusammen. Van Dijk, ja, der kann alles außer die Laufduelle und Kalulu so ein Mittelding. Und irgendwie heute muss ich sagen, Kalulu hat so gut gespielt, ne? Clean, clean, clean. Stellungsspiel on point. Ich glaube, jedes Tackling war einfach clean gewesen. Kaum versprungen der Ball. Also, ich habe auch immer ein paar schlechte Sachen von den einen oder anderen Spielern gehört. Aber ich muss sagen, für mich, top. Also nicht umsonst, kostet er glaube ich über 100k noch. Also, Top-Karte. Und ich glaube, der kann sogar noch ein Upgrade bekommen oder zwei. Ich weiß gar nicht. Eigentlich bin ich für Dortmund, aber wenn Dortmund nicht schaffen sollte, dann wäre ich dafür, dass Milan vielleicht weiterkommt. Weil die Karte ist echt nice. Ansonsten, Llorente, ja, ich weiß nicht, ob man den noch machen kann. Ich kann immer noch empfehlen. Super. Für mich, wie Rechtsverteidiger, finde ich ihn besser als auf der 8. Aber kann beide spielen. Und Rechtsverteidiger, sehr nice wieder gewesen. Hat heute wieder gezeigt. Wie das Einzige, was ein bisschen stört. Vielleicht kommt noch irgendwann eine Evolution, wo man ihm vielleicht 4 Sterne Skills geben kann. Dann kann ich gar nicht mehr beschweren über diese Karte. Sehr, sehr nice. Ballack wieder direkt ausgewechselt worden. Wird, kann ich gar nichts anfangen. Würze bleibe ich dabei. Von den ganzen Untrade-Sechsern der Beste. Spiele ich am liebsten. Sehr, sehr stabil. Ich finde auch sehr geil, wie er sich dribbeln lässt. Habt ihr auch vielleicht, ich weiß nicht, ob das reingeschnitten habe, ein, zwei Aktionen wieder. Wenn ich die Lücke sehe, ja, ich verteile eigentlich mit ihm immer die Bälle, aber wenn ich eine Lücke sehe und die ist echt da, dann versuche ich durchzurennen. Das
Problem ist, man sieht, die Schusswerte sind nicht so krass, ne? Also sind okay, aber sind nicht so krass und ja, dann trifft er halt oft nicht, ne? Aber der, eigentlich kommt er auch oft eigentlich in die Situation rein, weil er so geiles Dribbling hat in die Lücke und dann kannst du eigentlich mit ihm schießen, finishen. A-Train heute gut gespielt eigentlich. Ja, man muss sagen, ne, fehlt ein bisschen so, ja, dieses Overpowerte vom letzten Jahr. Er spielt gut, aber ja, es fehlt irgendwie so einer, irgendwie so ein Finesse-Shot oder so Finesse-Shot-Trade oder so bei dem, ne, um ihn nochmal krasser zu machen, damit er wie letztes Jahr ist. Nicht so, da fand ich ihn, hat er im Großen und Ganzen gut performt, bis er dann ausgewechselt wurde. Und dann haben wir die zwei neuen drin. Gehen wir mal erstmal zum teuren Spieler, Willian. Ich weiß nicht, wie der jetzt kostet, ich habe ihn für 809 geholt. Katastrophe. Ich seh's, Jungs, ich muss eigentlich nicht mehr viel sagen. Zwei Scorer-Punkte. Ich muss auch zugeben, ich habe ihn in der Halbzeit dann ausgewechselt, weil. Also, er ist nice im Sinne vom Tripling. Also, linkes Stick-Tripling, Übersteiger in die Bewegung rein, Skill-Moves danach was machen. Sehr, sehr nice. Also, ähnlich. Ich will nicht sagen, so wie Neymar. Neymar ist besser in dem Bereich. Also, wenn du einen Tripler haben willst, dann hol lieber Neymar. Der ist halt ein bisschen schneller als Neymar dafür. Aber, ja, das ist die größte Stärke von ihm. Und ich muss sagen, ich bin gerade schockiert eigentlich. Ich habe ja Hunter mit ihnen drauf. Und guck mal, seine Schusswerten. So krasse Schusswerte. 94 Abschluss. Der hat 400%ige bei mir liegen gelassen. 400%ige. Also da habe ich dann auch dann irgendwann gesagt, das reicht. Weil du kannst gegen gute Spieler auch nicht immer so viele Chancen herausspielen. Irgendwann musst du sagen, ey, die musst du mal nutzen. Und nach dem vierten Mal habe ich gesagt, komm, du gehst jetzt so Halbzeit raus. Ja, ich finde ihn in Ordnung. Mit dem kann man spielen. Der ist kein Schrottspieler. Der ist safe mehr als spielbar, aber nicht für den Preis. Ne? Also 800k. Und das Ding ist, ich weiß nicht mal, wer der Dings ist. Wer ist dieser E-Sportler Young? Ich rate mal, das ist ein Underdog eher. Ja, wenn ich ihn nicht kenne, ist er eher nicht keiner der Favoriten. Und wenn der am Ende vielleicht nur ein Upgrade holt, dann bringt das nichts. Also ich sage, er muss wahrscheinlich mindestens ja, Qualifikation schaffen, damit ich sagen würde, okay, das lohnt sich für den Preis. Damit er irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen bestimmten Trade bekommt. Also ich fand ihn für den Preis nicht besonders genug. Also kannst du eigentlich auch Neymar einfach spielen. Ich weiß nicht, wie viel Neymar kostet, aber hol einfach für 100k Neymar, wenn du einen beweglichen Spieler haben willst. Und ich glaube sogar Neymar finde ich besser, weil er auch Doppel 5 hat. Ne? Neymar hat noch Doppel 5, muss ich dazu sagen. Also Preis-Leistung eher. Und Camaro kostet nur 52.000 und ich muss sagen, war okay. Der hat ein Spiel mich gerettet. Und bei ihm ist es so, ich glaube, wenn du einmal drauf klarkommst, dass er sich spielen lässt, dann kann er echt stark werden. Weil er ist halt wirklich so ein großer, breiter Spieler. Aber, jetzt kommt das Aber, er kann sich mit R1-Tripling und generell mit einem linken Stick-Tripling sehr geil bewegen. Aber er hat so eine Eigenart, so eine eigene Bewegung, mit der du erstmal klarkommen musst. Und das ist natürlich schwierig, innerhalb von 10 Spielen das direkt zu lernen. Aber ich glaube, wenn du das hinbekommst, weil das Ding ist, der macht dieses R1-Dribbling so ähnlich wie, ich weiß es nicht, fällt mir jetzt keiner ein, wie irgendeiner, der schnell da durchkommt, wie Potea. Sag mal, wie Potea, die macht das so saugeil, sau beweglich da durch, nur er hat noch den fetten Körper dazu. Das heißt, wenn der Gegner rankommt bei Potea, die fliegt, er kann auch dagegen drücken. So haben wir ja ein, zwei Tore gemacht. Und als er zum Schuss kam, war er auch stark gewesen, muss ich sagen. Plus, der ist eigentlich gut in der Luft, ich flank halt nicht so viel. Finishing war, wie gesagt, wenn er mal geschossen hat, in Ordnung gewesen. Für den Preis kann man nichts meckern, ne? Wenn der noch ein paar Upgrades bekommt, sehe ich auch nochmal was Besonderes an ihn. Aber Stand jetzt kann man ihn spielen für den Preis. Ich glaube auch, der wird nicht mehr so viel sinken. Außer der E-Sportler verkackt richtig, glaube ich nicht, dass er so viel noch sinkt. Das heißt, ihr müsst ja so gucken, ne? Wir gehen Richtung Black Friday. Ich gebe euch als Tipp, jetzt ist es wahrscheinlich schon viel zu spät, wenn ihr die Karten gehalten habt. Aber ich gebe euch als Tipp, guckt mal die Karten an und spielt die Karten, die vielleicht noch ein bisschen preisstabiler sind. Ne? Wenn ihr unbedingt tauschbare Karten spielen müsst. Ich würde zum Beispiel die Goldkarten, wenn die meisten sind ja eh schon Min-Preis, also SBC-Futter, dann ist es egal, wie Son zum Beispiel. Aber es sind so Karten wie vielleicht so ein Salah oder so, da sehe ich den auch nochmal 20-30% droppen. Der ist bei 130. Der kann locker nochmal auf 100 oder unter 100 knallen bis Black Friday. Und so einer könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht nicht mehr so viel droppt bis Black Friday, weil der einfach eine Live-Karte ist. Ne? Also, ja. Ansonsten würde ich sagen, genug Quatsch. Gehen wir rein in die Rewards. High-Rated oder Special-Karte oder Mbappé. Na, Kobel oder Magul ist in Ordnung. Nehmen wir Kobel mal mit. Ist okay, nichts Besonderes. Ach du Scheiße, Digga. EA, Mann, was ist das denn, Mann? Also wirklich, ey. Das ist doch nicht so schwierig, wenigstens ein bisschen Futter mir zu geben. Also wirklich, das ist so bodenlos, dieser Pick. Tschüss. Alter, übertreiben. Jetzt hab ich auch einen Fettfinger wegen euch Idioten. Yay. Ich wollte rübergehen, der geht nicht rüber. Das ist ein verdrecktes
Delay-Spiel, Alter. Gib mir jetzt einen Walkout. Und Mbappé. Oh, come on. Doppel-Walkout vielleicht? Na, kein Doppel-Walkout. Ist er überhaupt ein Walkout? Das ist nicht mal ein Walkout. Oh mein Gott. Schrott, ey. Oh, geil. Ey! Digga, ist nicht mal ein Walkout, oder? Alter, was ist das? Dafür habe ich 16 Siege geholt, Chat. Ich mach das noch auf, wenn dann nichts kommt, gehe ich PS4. Letzte Chance, PS5. Doppel, bitte doppel. Please, double it. Doppel doch, Mann. Fucking 88 Shithead. Fucking Rapinoe. Generell einfach Account am Arsch, Alter. Account einfach am Arsch. Ich muss eigentlich morgen aufmachen, die Packs. Komm. Wer ist das? Oshime, bitte doppelt, sonst ist echt RIP. Wow, wow. Digga, was für Müll. Rewards, Alter. Digga, hat sich ja richtig heftig gelohnt, ey, zu spielen. Digga. Guck mal, ob ich noch hier was abholen kann. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwas. Ich glaube, hier irgendwas habe ich hier noch. Safe, oder? $125k habe ich noch mal. Okay. Warte mal. Last Chance, Chat. Last Chance. Okay, komm hier, ey, please. Please, man. Gib mir jetzt zum Schluss wenigstens noch einen. Hier 84 garantiert, ey. Gib mir einfach diesen FC Pro. Außer diese Mülldinger. Oh, bitte put her. Oh, bitte doppel, doppel. Jawohl, komm, bitte, Hoffnung ist da. Komm. Hau irgendwas raus, was Geiles. Homing Son, ja, okay, besser als nix, I guess. Futter gezogen, ja, ist okay. Zwei Walkouts zum Abschluss. Ist besser als nix. Oh, drei Walkouts. Ja, okay. Bestes Pack ist einfach ein Untrade-Pack. Futter fürs Mbappé. Mbappé, I'm ready, man. Okay, letzte Dings. Dann können wir zu euch ein bisschen Shareplay. Schrott. Tavernier, my friend. Aber ist nichts wert. Nehmen wir Rating mit.